So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und der Zai hat mir vor 10.000 Jahren was gezeigt und empfohlen. Und zwar hat er gesagt, kennst du schon die Pizza aus dem Aldi? Die Limited Edition Pizza 4 Käse. Aber es gibt nicht nur Pizza 4 Käse, es gibt auch noch eine Pepperoni Salami. Adi! Es gibt auch noch eine Pepperoni-Salami sozusagen. Ich habe beide Sorten, ich möchte beide Sorten testen, aber heute dreht sich alles um die Limited Aldition, also Aldition, nicht Edition, sondern Aldition, Aldition mit Pizza 4 Käse. Wie findet ihr das Design? Sieht das gut aus? Sieht das schlecht aus? Das ist schön bunt, das ist hier Aldi-Farben, das ist mega genial. Ihr habt hier hinten auch nochmal beide Aldi-Logos drauf. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie unser Aldi aussieht. Ich glaube, wir haben immer nur den Aldi Süd, haben wir gar nicht bei uns. Wir haben ein Aldi haben wir hier und das ist der andere. Die packen wir mal aus und fürs Thumbnail machen wir wahrscheinlich nochmal ein extra Bild. Ich bin immer noch erkältet, das hört man auch. Guck, wie die aussieht. Ach, sieht die richtig gut aus. Kann man nicht erkennen, wegen der Folie. Deswegen machen wir jetzt die Folie einfach ab. Lesen euch dann natürlich auch vor, was da alles drauf sein soll. Jetzt guckt sie euch nochmal an. So sieht die also aus. Da ist auch schon schön Eis drauf, weil die schon so lange im Gefrierfach liegt. Die hauen wir jetzt erstmal fix in den Ofen. Und dann gucken wir mal, wie die schmeckt und ob ich mir da noch was drauf mache. So Käsepizza ist immer so eine Sache. Du denkst, du kriegst Käse, aber viele Käsepizzen schmecken gar nicht wirklich nach Käse, sondern einfach nach gar nichts. Und dann gibt es welche, die gehen richtig rein und die haben einen richtig genialen Geschmack. 4 Käse, da erwarte ich einiges. Jetzt aber erstmal in den Ofen. Boom. Boom. So. Mann, sieht die herrlich aus. Guckt euch das an, wie der Käse zerlaufen ist, wie die verschiedene Gelbtöne angenommen hat. Sieht aus wie der Herbst. Aber jetzt zum Tasting. So, da sind wir zurück mit der Pizza. Und ihr habt ja gerade gesehen, die sieht eigentlich richtig genial aus. Und ich muss auch schon sagen, die riecht richtig brutal. Richtig pervers. Die hat so eine richtig bittere, saure, käseartige, stechende... Oh mein Gott, mir treibt schon fast Tränen in die Augen, weil die so penetrant riecht. Das ist aber ein sehr gutes Zeichen. Ich habe auch extra darauf geachtet, dass die nicht so lange drin ist. Das heißt, wenn ich die hier hochhebe, die hängt voll runter. Ja? Wenn ihr die nämlich zu lange macht, das mache ich sonst immer aus Versehen, dann ist die stocksteif, dann macht die diesen die ganze Zeit und ist knüppelhart und sautrocken. Das hat sogar jetzt noch einen richtig schönen, fluffigen Boden. Wenn ihr mal guckt, den Boden hier, den kann man schön zusammendrücken. Der ist also richtig schön weich, aber gleichzeitig trotzdem ein bisschen knusprig. So mag ich meine Pizza am liebsten. Wie es bei euch ist, kann ja variieren, könnt ihr mir sagen. Und was ich noch gar nicht vorgelesen habe, die 4 Sorten, was das überhaupt ist. Pizza 4 Käse mit schnittfesten Mozzarella, Emmentaler, rotem Cheddar und Roquefort. Roquefort? Roquefort? Das ist auf jeden Fall genial. Mozzarella ist ja eh nicht so der Geschmacksträger. Roter Cheddar ist wahrscheinlich richtig genial. Der sieht halt orange aus. Hannes ist übelster Cheddar-Fan. Roquefort ist bestimmt dieser extrem penetrante, schimmliche Käse, der so pervers riecht. Und Emmentaler ist halt Emmentaler, ne? Kann man nichts zu sagen. Das halte ich jetzt nochmal fix so hoch fürs Thumbnail. Adi! Guckt euch doch das. Da will man einfach nur Pizza essen. Da geiert der Geier schon wieder auf die Pizza und schwängelt das Schlängelchen rum. Also, das ist die Aldi-Pizza. So ähnlich wie die Berlin-Tag-und-Nacht-Pizza. Nur hoffe ich, dass die schmeckt, weil die Berlin-Tag-und-Nacht-Pizza, das war für mich wieder ein Griff ins Klo. Ich habe auch wieder Tabasco am Start, um zu würzen. Nicht, weil die vielleicht nicht schmeckt, sondern weil ich halt einfach immer irgendwie noch Gewürze brauche und was Scharfes brauche. Wir nehmen uns also jetzt erstmal hier so ein Stück, beißen einfach mal jetzt hier vorne in die Spitze rein. Und die würde mich jetzt nicht erinnern an eine Tiefkühlpizza,
Für eine Tiefkühlpizza ist die irgendwie viel zu weich. Die erinnert an diese Frischteigpizzen, die es gibt. Es gibt doch so eine Marke, die stellen so Frischteigpizzen her, die nicht gefroren werden, die immer normal im Regal liegen. Einfach nur in so einer, ja, in so einer Plastikpackung, die du einfach aufziehst, wo du aber die Pizza direkt siehst, die auch nicht gefroren ist, sondern sich einfach so verbiegen kann. Wenn du die nimmst und die warm machst, hast du auch so einen richtig lockeren, weichen Boden. Eine biegsame Pizza, so kommt die mir gerade vor, auch vom Abbeißen, dass sie halt einfach total fluffig und locker ist. Das finde ich gut, das ist ein positiver Punkt an der Pizza. Du merkst auch den Käsegeschmack richtig stark. Boah, jetzt ist es mega bitter. Und hier sind diese dunklen Stellen. Das ist bestimmt eine Roquefort, aber für Käseliebhaber bestimmt ein Genuss. Er ist ja nicht überall, das ist ja immer nur verteilt. Du hast also immer, wenn du reinbeißt, genau wieder einen ganz anderen Käsegeschmack. Hier drüben ist es jetzt alles orange, da ist bestimmt mehr Cheddar drauf. Hier war es jetzt gar nicht bitter. Aber insgesamt merkst du, da ist einfach Käse drauf. Das ist eine Käsepizza. Also ich bin begeistert. Jetzt schon von dem Geschmack. Die geht gut rein. Die hat einen super Boden für eine Tiefkühlpizza, Pizza allgemein. Ich will trotzdem jetzt mal probieren, wenn wir ein bisschen Tabasco da drauf machen, ob wir dem Käse noch den gewissen Kick verleihen können. Dafür nehme ich mal ein neues Stück. Hier vorne träufel da mal ein bisschen was auf die Spitze drauf. Wir beißen noch mal rein. Der Käsegeschmack ist wirklich so stark. Der deckt sich einfach überall drüber. Aber das finde ich richtig gut. Jetzt merke ich trotzdem, wenn der Käsegeschmack nachlässt, wie es im Rachen ein bisschen anfängt zu brennen. Du denkst, du isst jetzt also richtig scharfen Chili-Käse. Nochmal sehr gut. Das verfälscht den Geschmack von dem Käse nicht. Bringt aber eine würzige Note noch im Nachhinein. Also mir gefällt's. Ihr seht, ich kann das auch richtig schön auseinanderziehen. Das finde ich gut, so muss eine Pizza sein. Wie gesagt, sonst ist die immer zu trocken, sonst ist die immer zu steif. Aber die passt perfekt. Würde ich auch nochmal kaufen. Da werde ich nur leider kein Glück haben, weil es war ja die limitierte Aldition. Das heißt, wenn ihr die kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr die selber auch probiert habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr die gesehen habt, aber nicht probiert habt, schreibt es in die Kommentare. Ich finde wirklich, dieses wert, gegessen zu werden. Eine super Aldi-Pizza mit einem coolen Design, auffälliges Design, einer chilligen Sorte, richtig schöne Käsenote, richtig toller Boden, richtig guter Geschmack. So teuer war die, glaube ich, auch nicht. Kann ich jetzt gar nicht sagen, wie teuer die war. 430 Gramm, das ist eigentlich auch eine Wucht. Ist auch schön groß, die sieht gar nicht so dick aus. Die ist eher dünn, aber trotzdem 430 Gramm. Wo kommt das denn her? Mein Tipp für euch: holt euch die Limited Edition Addition. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr gut drauf. Wenn nicht, dann habt ihr was verpasst. Leider kommt der Test hier ziemlich spät. Ich freue mich jetzt auf die andere, auf die Pepperoni-Salami-Pizza von der Addition. Und wir haben auch so Nuggets oder so irgendwas noch übrig. Das wird noch alles getestet. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.